nicht so sexy und blöd. Muss ich ihm recht geben, zieht vielleicht nicht so viele Leute. Also musste ich mir kurzfristig überlegen, okay, was nehme ich denn dann? Und so kam ich auf die für meine Begriffe wunderbare Referenz zu Game of Thrones, wo an zwei ganz essentiellen Stellen Ygritte zu Jon Snow sagt, you know nothing, Jon Snow. Kurze Frage in die Runde, wer kennt Game of Thrones? Okay. Ich sehe, Alex ist in bester Gesellschaft. Gut, okay, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen erklären, wie komme ich von Überwachung und Sicherheitsbehörden zu Game of Thrones. Die Brücke, zumindest in meinem Kopf, ist unglaublich klein, weil Jon Snow kriegt zweimal gesagt, dass er nichts weiß und er ist auch sehr naiv. Und wenn ich mir überlege, in Bezug auf Telekommunikationsüberwachung von Sicherheitsbehörden, wissen wir auch unglaublich wenig. Und so ist die Distanz zwischen Game of Thrones und uns eigentlich nicht existent. Jetzt muss ich der Fairness halber klären, über was rede ich, wenn ich über Überwachung rede, weil das ist ja ein riesiger Komplex. Heute geht es mir vor allen Dingen um unsere Smartphones, weil im Internet können wir uns mit sehr viel Aufwand können wir uns einigermaßen schützen. Bei Handys sieht das ein bisschen anders aus. Mir geht es im Speziellen um vier Dinge: Funkzellenabfragen, stille SMS, automatisierte Auskunftsverfahren und der IMSI-Catcher. Vier grandiose Worte. Ich möchte, über jede einzelne dieser Techniken könnte man ohne Probleme eine halbe Stunde referieren und man wäre trotzdem noch nicht am Boden der Weisheit. Deswegen möchte ich das hier nur kurz umreißen, weil mir geht es ja um die Transparenz unserer Polizei über diese Techniken. Also, Funkzellenabfrage, ganz simpel. Die Polizei geht zum Provider und sagt, gib mir doch mal alle Nummern und Verbindungsdaten der Leute, die sich gerade in dieser oder jener Funkzelle befinden. Das kann in der Stadt, kann das eine Funkzelle von vielleicht 100 Meter Radius sein, auf dem Land können das mehrere hundert Meter oder Kilometer sein, das ist völlig unterschiedlich. In einer Funkzelle können sich Tausende von Leuten aufhalten, Zehntausende in einer Funkzelle können sich zwei aufhalten, wenn es halt irgendwo auf dem Land ist. Wenn man dann sowas hat, also wenn man dann einen Haufen Nummern hat, aber nicht zwangsläufig nur durch eine Funkzellenabfrage, sondern zum Beispiel auch, wenn die Polizei zufällig auf der Straße ein Handy findet, dann kommt das automatisierte Auskunftsverfahren ins Spiel, weil das ist quasi das schwarze Buch der Polizei, weil man steckt eine Telefonnummer rein und kriegt einen Namen raus und andersrum. Das läuft über die Bundesnetzagentur und da kann jede Behörde, die an dieses System angeschlossen ist, kann der Bundesnetzagentur eine Nummer senden und kriegt einen Namen zurück. Das Schöne bei Namen ist, wenn man einen Namen sendet, bei Jan-Peter Kleinhans, ich glaube, es gibt nicht so viele Jan-Peter Kleinhanse in Deutschland noch, da kriegt die Bundesnetzagentur wahrscheinlich nur eine Handvoll Nummern zurück. Wenn man jetzt aber Max Müller heißt und eine Anfrage von der Polizei kommt, kriegt die Polizei von allen Providern alle Nummern zurück, die zu irgendeinem Max Müller zugeschrieben sind. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt das zielgerichteste Instrument. Dann haben wir noch die stille SMS. Das ist letztlich, ich pinge ein Mobiltelefon, also von der SMS seht ihr nichts. Ihr kriegt zu keinem Zeitpunkt eine SMS von der Polizei, wo drin steht, hey, wir wollten nur mal Hallo sagen, sondern davon kriegt euer Telefon nichts mit, da könnt ihr auch nichts dran ändern, sondern das sendet die Polizei, um euer Handy im nächsten Schritt zu orten. Dann gibt es noch den IMSI-Catcher. IMSI ist die International Mobile Subscriber Identity, aber das ist eigentlich nur ein Schlagwort, weil es wird sowohl die Kartennummer als auch die Gerätenummer von einem Handy abgegriffen und das wird eigentlich dadurch gemacht, dass die Polizei ein kleines Gerät hat, was sich gegenüber dem Handy als Funkzelle ausgibt. Das heißt, euer Handy denkt, der Polizeiwagen drüben um die Ecke ist eine Funkzelle, ist ein Sendemast und meldet sich bei dem an. Und dadurch sieht die Polizei, wer sich alles im Umkreis aufhält, kriegt eben auch wieder relativ viele Daten, auch von unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern und versucht dann
Also das ist quasi interessant als, als Mittel, wenn man einen Verdächtigen hat, aber noch keine Handynummer dazu oder noch keine Telefonnummer dazu. So, jetzt ist die große Frage, ich habe es kurz diese Technik vorgestellt und die sind alle sehr, sehr einschneidend in unsere Privatsphäre, weil wir davon zum einen nichts mitkriegen, weil sie zum anderen überhaupt nicht zielgerichtet sind, sondern teilweise extrem breit. Also auch viele Daten generieren, die überhaupt nichts mit dem Ermittlungsfall zu tun haben. Und die Frage ist jetzt, wie kriegen wir überhaupt raus, wie oft die Polizei diese Dinge einsetzt? Na, da gibt es zum einen die jährliche Statistik des Bundesamtes für Justiz. Da ist relativ fein aufgeschlüsselt, in welchen Fällen die Polizei Verbindungsdaten oder Telekommunikationsdaten, also auch Inhalte, erfasst hat. Ich habe für euch mal hervorgehoben die beiden wichtigen Worte, weil das eine wichtige Wort ist Verfahren und das andere ist Überwachungsanordnung. Das heißt, wir sehen hier nicht die einzelnen Maßnahmen, sondern wir sehen nur die Anzahl der Beschlüsse. Das heißt, die Polizei geht zum Richter und sagt, wir möchten gerne in diesem Fall diese und jene Telefone überwachen. Und hinter so einer Überwachungsanordnung, also jetzt in Bayern meinetwegen 3400 für 2012, hinter so einer Überwachungsanordnung können sich hunderte Handys verstecken für mehrere Monate. Es könnte aber auch nur ein einziges Handy für einen Tag sein. Das heißt, diese Zahlen, die geben zwar irgendwie eine Auskunft, aber die Auskunft ist sehr, sehr beschränkt. Gucken wir weiter. Oh nee, nochmal zur Verdeutlichung, also nur Anordnung statt Auflistung der einzelnen Maßnahmen. Die Bundesnetzagentur, dieses automatisierte Auskunftsverfahren, dieses wunderbare Telefonbuch der Polizei, die Bundesnetzagentur veröffentlicht jährlich Statistiken darüber, allerdings hat sie dafür keine Verpflichtung. So kam es, dass 2012 die Bundesnetzagentur sich gedacht hat, warum ist unser elektronisches PDF eigentlich 280 Seiten lang? Das müssen wir unbedingt kürzen auf 160 und hat als sinnvollste Lösung auch die Statistik über die Überwachungsmaßnahmen rausgeschmissen. Das heißt, im Jahresbericht 2012 findet ihr keine Statistik zum automatisierten Auskunftsverfahren aus Platzgründen in einem elektronischen Medium. Das ist ein Problem, wenn eine Behörde berichtet, aber dafür keine gesetzliche Pflicht hat. Als letzte Instanz, wie so oft in unserer wunderbaren Demokratie, bleiben die kleinen Anfragen. Das heißt, die Opposition stellt im Bundestag oder in den Landtagen Anfragen an die Regierung und sagt, sprich doch mal. Und dann sagt die Regierung zum Beispiel auf die Frage, wie viele Funkzellenabfragen wurden seit 2009 in Brandenburg durchgeführt. Sagt die Regierung, für die Beantwortung der Fragen wäre eine mit unverhältnismäßigem Aufwand verbundene Einzelauswertung sämtlicher Verfahren, blablabla, erfolgt es, notwendig. Heißt auf Deutsch, wir führen so durch, aber es ist so oft, dass wir eigentlich nicht die Lust haben, auch noch jedes Mal Buch zu führen, deswegen können wir euch keine Statistik liefern. Schade. Weiter geht's mit der stillen SMS in Bayern. Da war auch wieder die Frage, hey, sag doch mal, sprich, wie viele stille SMS habt ihr so gesendet? Und da ist auch wieder die Aussage, detaillierte statistische Aufzeichnungen über den Einsatz der stillen SMS werden weder für den Bereich der Strafverfolgung noch der Gefahrenabwehr geführt. Folglich können keine weiteren belastbaren Aussagen getroffen werden. Wir machen's, aber wir wissen nicht wirklich, wie viel. Bundestag. Gucken wir weiter. IMSI-Catcher. Das sieht auf den ersten Blick erstmal total super aufgegliedert aus für das Halbjahr 2014, aber wir erinnern uns an die Angaben des Bundesamts für Justiz. Wir haben wieder dasselbe Problem, Ermittlungsverfahren werden aufgelistet. Wir wissen nicht, ob in einem Ermittlungsverfahren 100 Mal ein IMSI-Catcher eingesetzt wurde für 20 Telefone oder ob in einem Ermittlungsverfahren ein einziges Mal für ein einziges Telefon ein IMSI-Catcher eingesetzt wurde. Wenn es dann mal konkrete Zahlen gibt, hauen die einen so ein bisschen von den Socken, weil Nordrhein-Westfalen, das ist jetzt das Neueste, ich glaube 2 Monate alt, hat gesagt, okay, ihr wollt es wirklich wissen,
Funkzellenabfragen 2013 knapp 4200 Mal. Das heißt, 4200 Mal haben die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen, waren sie der Überzeugung, dass eine besonders schwere Straftat, das muss nämlich vorliegen, gegeben ist, wozu kein anderes Ermittlungsmittel verfügbar ist, außer die Funkzellenabfrage, in der man Hunderte oder Tausende von Bürgern einfach erfasst und eventuell eben auch ihren Namen und ihre Kundendaten erfasst. Das heißt, zusammengefasst, viele Landesregierungen sagen, wir haben keine Statistiken, wir können euch dann nichts darüber sagen. Die paar Landesregierungen, die Zahlen veröffentlichen, die sind teilweise sehr erschütternd. Auf Bundesebene sieht es nicht anders aus. Und wir wissen, dass die Techniken, die durch investigativen Journalismus oder eben auch durch kleine Anfragen ans Tageslicht kamen, teilweise sehr invasiv sind, weit weg von zielgerichtet und einen Haufen Daten generieren, mit dem die Sicherheitsbehörden dann auch machen können, was sie wollen. Das heißt, es gibt keine Kontrollinstanz, die kontrolliert, ob Daten, die durch eine Funkzellenabfrage erhoben wurden, ein Jahr später, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, wieder gelöscht werden. Daher ist es unglaublich wichtig, dass wir in den Gesetzen eine Verpflichtung zur Transparenz einführen. Weil, ihr habt das vielleicht mitbekommen, die Deutsche Telekom, Posteo, ein kleiner E-Mail-Anbieter hier in Berlin, Vodafone und noch viele andere in Deutschland oder die auch einen Sitz in Deutschland haben, veröffentlichen immer wieder, oder was heißt immer wieder, so langsam in Deutschland veröffentlichen sie auch Transparenzberichte, aber Unternehmen können nur über einen gewissen Teil von Überwachungsmaßnahmen berichten. Zum Beispiel über das automatisierte Auskunftsverfahren dürfen sie laut Gesetz nicht berichten, weil die Unternehmen von diesen Abfragen per Gesetz und per Design nichts mitkriegen können. Das heißt, selbst wenn jedes einzelne Telekommunikationsunternehmen, jeder einzelne E-Mails-Anbieter perfekt einen Transparenzbericht für uns alle anlegen würde, hätten wir trotzdem kein Gesamtbild. Wir brauchen für das Gesamtbild die Kombination aus Transparenzberichten von privaten Unternehmen und von Behörden. Und Behörden kriegt man eben meist nur dazu, Ausnahmen bestätigen die Regel, wie gesagt, die Bundesnetzagentur macht das zurzeit freiwillig, aber Behörden kriegt man meist nur dazu, Dinge zu veröffentlichen, indem man es ins Gesetz schreibt. In diesem Fall würde das bedeuten, eine Modernisierung der Strafprozessordnung. Hier müsste klar drinstehen, dass das Bundesamt für Justiz nicht nur über die einzelnen Überwachungsanordnungen berichtet, sondern konkret über die einzelnen Maßnahmen, so wie wir es in kleinen Anfragen an die Landtage und an den Bundestag schon mitbekommen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was könnt ihr tun? Schritt Nummer eins, informiert euch. Wenn ihr bis heute noch nichts über Funkzellenabfrage oder IMSI-Catcher gehört habt, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ihr ab morgen nichts mehr davon hört, ist das eure Schuld, weil ihr könntet auf netzpolitik.org gehen. Ich glaube, André Meister schreibt über jeden größeren Fall mit Funkzellenabfragen in Deutschland. Genauso auf digitale Gesellschaft, muss ich hier, glaube ich, nicht erwähnen. Und stellt Fragen. Da drüben sitzt der Entwickler von Frag den Staat. Da kann man unglaublich einfach selbst Fragen an die Behörden und an die Bundesregierung stellen. Und natürlich, vergesst niemals, fragt eure Parlamentarier. Geht zu denen hin, man sieht immer wieder Anfragen, gerade in den Landtagen, die einfach schlecht gestellt sind. Wo man einfach sieht, die Frage an sich ist schlecht konzipiert, sodass es zu viele Schlupflöcher gibt, dass die Behörden sie ungenau oder nicht gut genug beantworten können. Sprecht mit ihnen, erklärt ihnen das Thema, genauso wie ich es euch heute erklärt habe, sagt ihnen euer Anliegen und dann können die für euch die Fragen stellen. Ich bedanke mich, das war's schon. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich weiß nicht, was ich als letztes sagen soll. Danke. Vielen Dank. Das war auch ohne
ohne die richtigen Referenzen zu kennen, sehr gut und unterhaltsam. Gibt es Fragen?